Hallo und willkommen zu der zweiten Folge vom Ellerbach RP-Projekt. Ja, in der letzten Folge haben wir ja den Drescher vom Herrn Sommer ausgeliehen und haben. So, mal gucken, ob das hier klappt. Wunderbar. Na, er möchte hier durch. Wunderbar, passt auch. Und wir werden jetzt hier mal unseren Anhänger nehmen und das Ganze vom Drescher in den Anhänger kippen. Genau. Also wir werden jetzt die Sojabohnen gepuschen und danach werden wir das Ganze verkaufen. So, kippen wir das Ganze hier mal rein. Gruber. Hallo. Ja, Sprenzler, mein Name. Ja, was kann ich jetzt? Herr Gruber. Ich wollte Sie fragen, ob Sie zusammen mit mir meinen neuen Traktor abholen wollten. Ihren neuen Traktor abholen? Ja, es geht nämlich darum, ich habe mir jetzt einen Tieflader ausgeliehen vom Händler. Ja. Nur alleine auf den Tieflader fahren und so ist sehr heikel. Ja. Kann ich Ihnen helfen? Soll ich zum Händler runterfahren? Ja, können Sie machen. Aber dann warte ich hier unten auf Sie. Ja, aktuell klemmen ja hier noch die Schlösser. Ne? So, also, wie ich mitbekommen habe, gab es ja hier ein Problem in der Ellerbach mit den, so Insekten, die dann die Schlösser verklebt haben. Okay. Ja, deswegen gehen die Beifahrerschlösser aktuell ja noch nicht, ne? Ja, wenn dann sowieso im Auto hinterher, weil der Traktor ist nicht ganz klein. Ja, mache ich. Ich komme gleich runter. In 5 Minuten bin ich beim Händler unten. Genau. Ich warte so lange auf Sie. Okay, bis gleich. Jupp, ciao. Tschüss. Ja, fahren wir da noch schnell runter. Jetzt mal hier den Drescher rein. Oh. Einklappen. Anlauf. Oh, bah, mein Gott. Kann man das irgendwie hier zuklappen? Jetzt hat. So. Hallo, Herr Sommer. Hallo, Herr Grube. Und hat's geklappt? Wunderbar. Wunderbar, es klappt. Perfekt. Wir werden dann wahrscheinlich dann bald nochmal. Dann stelle ich Ihnen einmal noch die Rechnung. Ja, die stellen Sie mir einfach. Werde ich dann bezahlen. Passt. Das war Feld 105, oder? Genau, Feld 105. Passt. Die kommt dann bald. Okay, bezahle ich dann. Genau. Tschüss. Passt. Tschüss. Ach so. Der Sommer, manchmal ein bisschen dusselig. Gut, dann steigen wir hier mal ein. Mein Gott, wieder eng hier. Ein schöner Gefährt. So. Bauen wir den einmal hier rum. Da, 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 da. So. Hoppala, da fliegt ein Auto. Mein Gott, hier ist auch so schlecht einsehbar. Oh, ja. Entschuldigen Sie. Ja, genau. Der nächste. Ach, da fahre ich jetzt noch hoch. Das wird schon egal. Gut, dann ab zum Händler. So, da sind wir schon. Reinfahren. Hallo. Hallo. Ja. Also, sind Sie bereit? Ich habe schon Abfahrtskontrolle gemacht und alles. Jetzt würde ich sagen, geht's los, oder? Oder? Ja. Von mir aus, ja. Ja. Fahren Sie mit dem Auto hinterher, wa? Ja, würde ich auch sagen. Dann schauen wir uns das gute Stück mal an. Punktcheck, sind Sie im Punkt? Jo. Wunderbar.
Oh, stopp, ich bin falsch abgebogen, glaube ich. Jawohl, ne, wir können hier vorne. Okay, wunderbar. Aber auf welcher Seite haben Sie denn den Schlepper gefunden? Tatsächlich auf Kleinanzeigen. Kleinanzeigen, okay. Der Weg ist jetzt auch nicht mal allzu weit. Hier hoch noch und dann direkt gegenüber. Wunderbar. Also da steht direkt hier im Dorf. Ich hätte eigentlich gerne die kleinere Version gehabt als... Ja, das sehen Sie jetzt gleich. Als, dann können Sie sich denken, was ich gerne hätte. Aber der wäre zu weit weg gewesen und deswegen... Ja. Preis okay. Hat gestimmt, also habe ich den genommen. Ja. Sehe ich ja gleich, was sie sich gekauft haben. Beziehungsweise noch nicht gekauft. Anschauen müssen sie ja erstmal noch. Also Kennzeichen sind schon dran. Achso, also die haben den schon gekauft. Sie müssen ihn nur noch abholen. Ja. Da steht das gute Stück, warte mal, dann fahre ich mal, wo packe ich mich hin? Oh, das ist doch so eine freie Fläche, glaube ich. Ja. Ja, hier kann ich dann gleich drehen. So, wunderbar. So, da ist das gute Stück. Boah. Ja. Macht schon was her. Bereifung sieht besser aus, als ich gedacht hätte. Was haben sie dafür bezahlt? Wenn man mal so fragen darf. Ah, über Geld spricht man nicht, aber... Ja, dreistellig, hohe... Dreistellig, genau. Ja, dreistellige Menschen, aber... Eine hohe fünfstellige Zahl. Okay, dann kann ich mir ja vorstellen. Nicht geht da alles? Ja. Wunderbar. Machen wir uns einmal Blinker. Ja, geht. Geht auch. Gucken wir mal hinten. Ja, wunderbar. Wunderbar. Treten Sie mal auf die Bremse. Ja, geht auch. Ja. Wunderbar. Na ja. Dann schick. Würde ich sagen, fahren wir das gute Stück mal auf den Tieflader, wa? Würde ich auch sagen, ja. Machen wir mal an den Hobel. Oh ja. Guter alter Traktor. So, dann gucken wir einmal. Überall die Scheiben auf. Wenn gerade nochmal herklappen, dann geht's einfacher. Boah, das ist schon eine riesige Haube, gell? Das stimmt, ja, da haben sie recht. Lass mal gucken, wie das so... Uiui, der ist aber breit. Ja, das geht. Muss ich mich mal eventuell noch nach einer anderen Bereifung umschauen, wa? Oh, geht. Hinten, hör mal, hinten wackelt es ein bisschen. Ja, wohl. Gucken wir mal, ja, das passt. Steht zwar an den Seiten ein bisschen raus, aber mein Gott, was soll man machen? Geht nicht anders. Sie könnten auch einfach vorbeifahren, ne? Also, hier sind immer noch Platz, ne? Also, wir stehen auf der Gegenspur. Wollte sie nur mal sagen. Mein Gott, die Leute immer hier. Na gut, dann jetzt ab zu ihm hoch, oder? Ja, jetzt müssen wir einmal drehen. Also im Spiegel sehe ich ja jetzt gerade gar nichts, wa? Ja, das ist wahrscheinlich wirklich so. Ist halt schlecht. Das ist eben hier noch das hier. Ne, ich sehe nur Reifen im Spiegel. Wunderbar. Wunderbar natürlich. So, fahren Sie mal einmal voraus.
Ja, genau, jetzt kommen hier natürlich wieder 20.000 Autos, das war ja wieder klar, muss wieder ausklassen. Hoppala. Mein Gott, jetzt staut sich's da hinten wieder. Also wirklich, die Leute können alle kein Auto fahren. So, dann ab zu ihrem Hof. Ja. Ich hoffe, das geht besser wie mit meinem 500er. Den Grubber? Ja. Ja. Oh mein Gott. Ja, jetzt habe ich den fast aus dem Zebrastreifen nicht gesehen. War knapp. Und wie läuft's bei Ihnen so auf dem Hof? Ja, ganz gut. Aktuell geht nicht viel. Ja, bei mir genauso. Die Felder sind angesät. Die Wiesen sind am Wachsen. Hier links fahren wir jetzt am ersten Feld durch. Da ist Gersche drauf. Okay. Dann kommen wir jetzt gleich wieder auch am nächsten vorbei. Ist auch Gerste. Ja. Na, ich weiß nur, damals hat mein Großvater hatte ja damals auch noch mehr Fläche. Aber dann, als das Lohnunternehmen ja insolvent gegangen ist, konnten wir nicht mehr so viel Fläche halten. Ja, ist halt auch immer viel Arbeit dahinter. Ja, ja, klar. Das Lohnunternehmen hat eigentlich recht viel bei uns gemacht. Naja, so ist das, ne? Bei Ihnen auf dem Hof war ja auch schon lange nicht mehr. Ja. Dann mache ich mal hinten eben die Halle frei, dann können wir direkt hinfahren und das mit dem Grubber ausprobieren. Vielleicht schafft das ja ohne Frontgewicht. Ja, das wäre natürlich top. Ja. Wir gehen mal ein Bild schießen. Ja, ein 926er Favorit Fendt ist sehr selten geworden in dem Zustand. Das stimmt, ja. Da haben sie recht. Ja, jetzt passt es auch besser von der Größe her. An meinem 500er sah der 500er sah vor dem Grubber doch ein bisschen verloren aus. Das stimmt, ja, das ist da ein bisschen klein. Mal einmal hoch machen. Uiuiui. Ist aber auch ganz schön leicht. Das stimmt, ja. Ja. Zieht's ein bisschen runter. Oh, 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 oh. Da hebt er, oh ja, oh, oh, hoppala. Ja, genau, jetzt können wir Vorderreifen wechseln. Das stimmt. Haben sie ein Gewicht da? Ja. Alles gut. Nicht nur eins. Ah, ja, müssen mir ja noch neue Fendt-Gewichte kaufen, aber ich habe zwei relativ schwere Gewichte. Oha, oha. Ja, oha. Geht alles. Jetzt muss ich kurz den Fendt da wegzirkeln und dann
Wenn es Ihnen passt, dann könnte man mal, keine Ahnung, nächste Woche oder so mal ausmachen und dann könnte man es da mal testen, weil da muss ich eh ein Feld dann noch grubbern und da könnte man es dann austesten. Dann machen wir es so. Genau. Gut, dann melden wir ich bei mich bei Ihnen. Dann sage ich vielen Dank und bitte wir sehen schön, uns. Alles gut. Genau, würde ich auch so sagen. Ciao. Viel Erfolg. Danke. Jo, ist doch ein tolles Gerät. Das. Ah, ich bin jetzt ein bisschen Zeitdruck und ich möchte das einfach mit der Direktzeit dann gleich das Feld ansehen. Deswegen, das will ich gleich so machen. Bevor man das dann... ja. Damit ich das dann ansehen kann. Jetzt muss ich aber erstmal Getreide verkaufen fahren. Geht das hin? Wunderbar. Gut, dann mache ich mich jetzt auf den Weg zum Hof und dann verkaufen wir das Getreide. So, da sind wir auch schon wieder. Hoppala. Hier einfahren. So. Hoppala, was haben wir jetzt? So, jetzt hat. So. Mein Gott. Mein Gott, jetzt geht hier die Türen wieder nicht zu. Jetzt hat. So, machen wir hier das Tor zu. Wunderbar. Dann legen wir hier unserem Hund mal was zum Fressen rein. Ja, der Hund, der ist immer ganz gern unterwegs irgendwo auf den Feldern. Aber der kommt immer zurück. Aber was ist mit Bergkuh passiert? Was sind die da? Na, ja, da gehst du wieder rein. Hallo, gehst du wieder rein? Ach, egal. Das ist, ah ja, das ist die Bertha. Die Bertha ist das, genau. Die stibitzt immer, die büchst immer hier aus. Das ist schon immer so. Das ist die gute Bertha, die büchst schon immer aus. Das war bei der schon immer so. Na mal, was willst machen, ne? So, jetzt werde ich hier mal ganz kurz ans Silo fahren. Ja, das mache ich mal wieder komplett. Der Herr Sommer hier auch noch vorbei. Aber muss er ja erst Silo noch umbauen. So, cut. So. Genau, jetzt irgendwie, jetzt glaube ich, ging das, ne? Ging das jetzt schon? Nee. Ah, ich muss das Rohr wieder dran bauen, ne? Mein Gott. Haben die hier so ein Puzzle dran gebaut, als Silo? Genau, jetzt. Wunderbar. Jetzt, warte mal, hier. Starten. Wunderbar. Laden wir da jetzt nochmal drinnen. Das können wir alles raus, weil ich dann eh noch ein Feld habe. Wo fahren wir dann hin? Oder ich frage als erstes beim Herrn. Schieß mich tot, beim Herrn, schieß mich tot. Wie ist denn der jetzt nochmal? Beim Herrn Sommer oder beim Herrn Sprenzler an. Die Sojabohnen gebrauchen könnten, weil wenn ich mit denen einen Deal machen könnte, das wäre gleich wunderbar. Ruf mal als erst beim Herrn Sommer an. Hallo Sommer. Hallo Herr Sommer, ich habe eine Frage. Haben Sie Interesse an 12.000 Liter Sojabohnen? Sojabohnen? Lassen Sie mich mal ganz kurz was schauen.
Sojablumen. Sojablumen? Nee. Sojabohnen. Was war's noch? Sojabohnen. Ja, meine ich ja. Haben Sie kein Interesse? Nee, brauche ich im Moment nicht. Okay, passt. Danke trotzdem. Jo, tschüss. Tschüss. Ja, dann rufen wir gerne noch beim Herrn Spreisler an. Brenzler. Hallo, der Herr Grupper hier. Ich wollte nachfragen, haben Sie Interesse an 12.000 Liter Sojabohnen? Ja. Ja, hätten Sie. Ja. Würde ich Ihnen für 2.400 Euro pro die 1.000 Liter geben? Machen wir so. Mal, soll ich es Ihnen gleich vorbeibringen? Ich kann es abholen. Sie können es auch gerne abholen. Dann würde ich das machen. Gut, dann holen Sie es ab. Haben Sie es im Anhänger oder soll ich einen eigenen mitbringen oder wie hätten Sie es gern? Mir ist das egal, ich hätte es gerade noch im Anhänger, sondern ich kann es aber auch wieder in Silo reintun, wie es Ihnen lieber ist. Naja, dann komme ich mit meinem eigenen Anhänger. Gut, machen wir so. Bis dann. Ja. Jupp. Ciao. Ciao. So. Wunderbar. Haben wir das gleich verkauft. 2,4. Ja. Die 94 Liter, da scheißen wir jetzt mal drauf. Das ist dann ein bisschen Gewinn auf jeden Fall. Haben wir auch noch an den Bauern dann gleich weiterverkauft. Warte mal, nee, warte mal. Jetzt will ich aber, das will ich jetzt hier aber wieder abbauen. Genau. So. Laden wir das einmal ab. So, was bekommen wir denn da? Also, wir haben gesagt 2,4 habe ich zu ihm gesagt. Gucken wir mal hier. 2.400 mal 12 sind wir bei 33.600 Euro. Ach, jetzt habe ich 14 eingegeben, hoppala. Nee, das stimmt natürlich nicht. Mal 12, 28.800 Euro. Schreibe ich das einmal hier auf. Achtung. Mein Gott, mein Stift funktioniert hier nicht. Mein Gott, dieser scheiß Stift. Wo muss ich denn hinkommen? Sie müssen, warten Sie, sind Sie denn? Ah ja, hier. Die müssen, warte mal, ich muss es hier einmal kurz umbauen. Ja, kein Stress. Haben Sie mir hier so ein Puzzle-Silo hingebaut? Ja, jetzt auch hier. Muss ich das hier dran machen, ne? Da haben wir es doch. Das war Weizen. Aber da haben sie Weizen reingemacht. Warte mal. Nee, geht alles. Geht, okay, wunderbar. Ja, manchmal spinnt das System vom Silo ein bisschen. Servus. Hallo. Hallo, Herr Sommer. Herr Gruber. Ja. Brauchen Sie noch Mehl für Ihre Bäckerei? Lassen Sie mich mal nachgucken. Wie viel haben Sie denn gerade? Im Moment 3.000 Auflage. 3.000. Ja, würde ich wohl nehmen. Was kriegen Sie da dann pro 1.000? Wieder den festgemachten Preis, also 1.000. 1.000? Ja, können wir machen. Passt. Dann würde ich das gleich zu Ihrer Bäckerei stellen oder in die Bäckerei gleich machen? Stellen Sie es einfach zu meiner Bäckerei hin. Okay, passt. Dann stelle ich Ihnen später noch die Rechnung. Machen Sie das? Dauert aber noch kurz, ich muss gerade noch die Viecher hinten auf die Weide fahren. Okay, perfekt. Passt, dann Ihnen noch viel Spaß. Schönen Dankeschön, Tag. Ihnen auch. Tschüss. So, hat alles geklappt, Herr Sprenzler? Ja, alles wunderbar. Gut, ich stelle dann einfach die Rechnung. Machen wir so. Genau, tschüss. Tschüss. Wunderbar, haben wir das auch gleich verkauft. Läuft ja wie am
Schnürchen. So, Sojabohnen haben wir keine mehr drinnen jetzt. Hoffe ich. Ja, jetzt sind keine mehr drinnen. Ach, das ist der Preis auch schon zu über 2,4. Egal. So, haben wir es einfach schnell verkauft. Habe ich den Stress nicht mit runterfahren da. 20.800. Haben wir es an Bauern weiterverkauft. Neue Rechnung. Mein Gott, dieses Menü hier immer. Striegel, nee, Ernten, Getreide. Waren, hier haben wir es doch. Simmer. So, da haben wir eine Liter, da hatten wir 12.094. So, ja, Bohnen. Da haben wir einen Preis von 2,4 ausgemacht. 2.400. Achso, warte mal. Das war ja pro Liter nur, ne? 28.800. Jetzt. Na, an welchem Hof habe ich das jetzt? Ach, mein Gott, jetzt habe ich das an keinen Hof gestellt. Eintrag entfernen, mein Gott. Dieses Menü hier. Ah, oh, was war denn das für Hof? Kneißl, ne? Hieß der mal. Hier sind nämlich nur die alten Namen drinnen. Muss man mal in dieser App hier drin ändern. So, jetzt hat hier genau 12.094 Liter. Soja, Bohnen. Jetzt. Hat jetzt geklappt? Ach, das hat wieder nicht geklappt. Mein Gott. Ach. Manchmal. Ruf. So, 12.094. Ja, ich muss mich da noch ein bisschen reinfuchsen in das Programm. Bohnen. 28.800 waren das, ne? 28.800. Richtig so. Kontrolliere ich nochmal nicht, dass ich irgendeine Scheiße hinschreibe. Genau, richtig. Hinzufügen. Was hat denn jetzt schon wieder nicht geklappt? Gott. Ich schreibe jetzt kurz die Rechnung. So, jetzt hat er was geschafft. Rechnung stellen. Meine Güte. Das ist aber auch immer hier. Ach. So, das war für das Dreschen dann hier noch, ne? Mal gucken, ob ich das Geld dann bekomme. Kann ich auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen was für einen Kredit dann eigentlich zurückzahlen. Nee, ich muss auch mal bald gucken. Gut, aber aktuell mehr können wir nicht machen, oder wie schauen unsere Wiesen aus? Dann können wir da vielleicht dann morgen drauf. Mal Gras. Wunderbares Erntereif. Sieht doch gut aus. Gut, mache ich das morgen. Aber, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert, dann würde es mich natürlich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.